Summe, ihr Lieben. Eine neue Woche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr da seid. Montagnacht, freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht, das ist der Dirk. Und Dirk ist 32 Jahre alt. Grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Dirk. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema Hanna. Hanna, das Mädel, das heute gefunden worden ist, genau. Was hier in Königswinter? Dollendorf, genau. Verschwunden ist vor ein paar Tagen, ja. Vorige Woche und heute tot aufgefunden wurde. Richtig. Rufst du aus der Gegend an? Ja, praktisch von der anderen Rheinseite, also von Mehlen. Ja, kannst du Hanna? Ja, also nicht richtig, ich glaube, nicht richtig, ja, mehr so. Weil, wie gesagt, ich habe da mal gewohnt in Dollendorf. Aha. Vor ein paar Jahren. Und, ja. Und was heißt flüchtig? Bitte? Was heißt flüchtig? Ja, man hat sich mal gesehen, mal unterhalten, aber so jetzt, dass man sagt, so eine Freundschaft oder so war nicht, ja. Ja. Aber sonst, das, kanntest du denn die Familie, die Eltern von nee, ihr? Nee. Auch nicht. Aber sie, vom Ansehen war sie dir schon bekannt? Genau, mhm. Richtig. Das ist natürlich immer ganz besonders schlimm, wenn so etwas in der, ja, in der unmittelbaren Umgebung, in der man selbst lebt, passiert. Ja, klar. Ich meine, es ist ja so, ich habe das, man kriegt das ja im Fernsehen öfter mal mit. Mhm. Dass jetzt zum Beispiel, vor kurzem war ja das in Köln mit dieser jungen Frau da. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Sache, man kriegt es zwar mit, aber man ist ja selber nicht so betroffen, weil man die Person ja so erstmal nicht kennt, mhm, und es schon weiter weg ist. Mhm. Aber wenn es jetzt in einem Ort passiert, wo man selber mal gelebt hat und wo man auch Leute kennt, ja, das ist dann natürlich schlimmer, ne? Ja. Hast du denn mit Leuten gesprochen, die sie etwas näher kannten? Ja, habe ich. Hab mhm. ich. Nun sind die Leute natürlich alle betroffen und traurig. Natürlich. Gibt es irgendeine, ein Gerücht oder eine Idee, was passiert ist? Also, es wird ja nichts gesagt jetzt von der Polizei soweit, also was jetzt genau gewesen ist oder so. Mhm. Aber ich habe einfach das Gefühl, so wie mir das vorkam, der Fundort, muss der Täter also die Gegend gekannt haben. Mhm. Also das heißt, sprich, entweder da gewohnt, mhm, oder er wohnt immer noch da, oder er hat da gearbeitet. Ja. Denn Hanna war 14 Jahre alt, ne? Bitte? Ja. Hanna war 14 Jahre alt. Ja. Weiß man, ob es ein Sexualverbrechen war? Das hat man bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Mhm. Also ob man das schon weiß, weiß ich nicht, aber mhm. Mhm. bekannt gegeben worden ist nichts. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe da ja selber mal ein paar Jahre gewohnt und ich kenne diese Stelle. Und wenn ich da als Fremder hinkommen würde und so eine Tat begehen würde, ich glaube nicht, dass ich wüsste, dass ich die Leiche dann da hinlegen kann, ja? Mhm. Mhm. Also das muss schon einer gewesen sein, der... Was genau für eine Stelle war das denn? Du kennst sie persönlich, beschreib sie mal. Also es ist praktisch eine Stelle, da ist vorne ein Autohändler, mhm, und nach hinten hinaus sind stehen Busse, also so normale Busse, die mhm. in der Stadt fahren, mhm, und so, mhm, von einem privaten Unternehmer aber halt, und dahinter dann stehen noch Gebrauchtwagen, alte Gebrauchtwagen, ja, und da irgendwo im Gebüsch ist sie dann gefunden worden. Ja. Und es ist aber auch eine Gegend, muss man ehrlich sagen, für eine 14-Jährige, ja, ziemlich, oder überhaupt für Jugendliche in dem Alter, mhm, ziemlich gefährlich ist, ne? Also unser aller Mitgefühl den Verwandten und den Freunden von Hanna. Natürlich. Und wir hoffen sehr alle, dass der Täter oder die Täter so schnell wie möglich gefunden werden. Ja, genau. Ja. Genau. Lieber Dirk, danke für deinen Anruf. Ja, bitte sehr. Alles Gute, auf Wiederhören. Und mach weiter so, ne, mit deiner Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. Wir haben eine freie Themennacht, also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und jetzt ist der Jan hier. Jan ist 25. Guten Morgen, Jan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Jan. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, ich habe eigentlich zwei Themen, die sich zu einem verbinden. Ich habe zum ersten gestern meinen Vater verloren durch einen Suizid. Er hat sich halt erhangen im Badezimmer und ich habe ihn halt gestern gefunden. Du hast ihn gefunden? Ja, und das Ganze resultierte dann halt aus Depressionen.
meiner Mutter geht's halt nicht gut. Die hat liegt seit 2 Wochen im Krankenhaus mit 4 Gehirntumoren. Und mit 4 Gehirntumoren? Und halt ihre Lebenserwartung ist sehr, sehr gering. Und das hat mein Vater halt nicht verkraftet. Mein Gott, was für eine Belastung auch für dich. Ja. Und die Mutter liegt todkrank im Krankenhaus und du findest deinen Vater erhängt im Badezimmer. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nein. Nein. Du wolltest ihn, beschreib mal, wie war denn das gestern? Ja, ich weiß es nicht. Also erstmal, ich habe noch halt eine Schwester, die ist 33 und ja, die hatte mich halt gestern Morgen angerufen, so wie sie es halt immer gemacht hat, jetzt die letzten 2 Wochen. Ich hatte vorher halt nicht viel Kontakt mit ihr, aber jetzt halt krankheitsbedingt durch meine Mutter halt sehr viel Kontakt in letzter Zeit mit ihr gehabt. Und sie hat halt morgens immer meinen Vater angerufen. Und halt vorgestern ging er halt nicht ans Telefon. Der lebte alleine in der Wohnung oder im Haus? Ja, genau, richtig. Ja. Also die leben halt zusammen, meine Eltern. Und halt bis meine Mutter halt ins Krankenhaus gekommen ist. Und ja, dann rief meine Schwester mich halt gestern Morgen an und sagte, ja, Basti, der Papa geht nicht ans Telefon. Und ich lag halt noch im Bett in voller Montur und bin dann halt nur noch einfach Schuhe an, losgetigert wie ein Wahnsinniger und habe mich dann unterwegs halt schon auf das Schlimmste eingestellt. Das heißt, du hattest irgendeine Ahnung schon? Ja, ich hatte halt sowas in der Ahnung und habe halt sowas immer gedacht. Hat er eine Andeutung mal gemacht, dass er es tun würde wollen? Nee, das nicht, aber er war halt, seitdem er Rentner ist, ist er halt sehr depressiv geworden. Und ich hatte halt immer den Zustand, dass die Einbildung halt, dass er sich sehr nutzlos vorkam. Und wie alt ist er geworden? 67. Dann war deine Schwester auch vor der Tür oder bist du allein in die Wohnung? Nee, meine Schwester ist übernächtig halt momentan bei einer Freundin in Bochum. Und weil es halt ein bisschen näher ist, weil sie kommt aus Düsseldorf und meine Mutter liegt halt in Herne, wir wohnen in Castrop-Rauxel. Das heißt, du standst alleine vor der Tür gestern? Richtig. Und ich bin dann halt erstmal rein, alles war ruhig und die Schlafzimmertür war zu und hab die Schlafzimmertür aufgemacht, hab geguckt, ob der im Bett liegt und war halt nicht im Bett und dann drehe ich mich um und dann sehe ich halt meinen Vater da auf der Badewanne sitzen und ich wusste nicht mehr halt, was ich in diesem Moment gemacht habe. Ich bin nur noch hin zu ihm, hab ihn angestoßen, hab Papa, Papa gerufen und dann habe ich halt den Strick gesehen und hab gesehen halt, dass er ganz blau war im Gesicht und Schaum vorm Mund hatte und dann bin ich halt, ich weiß nicht, wie lange es war, halt ein paar Sekunden zusammengebrochen, hab geschrien wie ein Wahnsinniger und Das heißt, da war dein Vater schon verstorben, als du ihn gefunden hattest. Richtig. Wie kann man sich an oder über einer Badewanne erhängen? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir auch nicht schlüssig, ob es letztendlich irgendwie der Suizid halt durch den Strick war oder durch Ersticken, weil meine Schwester und ich haben halt heute die Wohnung nochmal durchforstet wegen halt Lebensversicherung und alles und dabei ist uns dann halt aufgefallen, dass am Bett sehr viele Medikamente lagen und wir gehen halt davon aus, dass er sich vorher Medikamente reingeschmissen hat und das dann irgendwie im Effekt gemacht hat. Gibt es eine Obduktion? Sicherlich, ne? Ja, oder? Klar. Ja. Also gestern Morgen halt, also nachdem ich halt die Feuerwehr angerufen habe, beziehungsweise den Rettungswagen, standen auf einmal zig Leute bei meinen Eltern in der Wohnung, Polizei, Kriminalpolizei. Das ist ja unglaublich, wenn man selbst unter Schock steht und dann diese vielen Menschen und man weiß gar nicht, was man wahrscheinlich dann tun soll oder an wen man sich wenden soll. Richtig. Und er ist halt jetzt momentan noch beschlagnahmt, halt von der Kripo, weil die halt davon ausgehen müssen, dass vielleicht Fremdeinwirkungen. Ja, das ist der normale Fall, dass das dann so abgewickelt wird, ja. Hast du denn, oder habt ihr eurer Mutter das erzählt? Ja. Ihr habt das erzählt? Ja, gestern. Wie ist der Gesundheitszustand der Mutter? Sie ist normal ansprechbar? Also die erste Zeit war es halt wirklich sehr schlecht. Also, weißt du, wenn ich dir die ganze Geschichte jetzt erzählen würde, würden wir, glaube ich, morgen früh noch hier sitzen. Und also es fing alles an bei meiner Mutter mit einer Lähmungserscheinung und das hat mein Vater halt nicht so ganz registriert und habe ich zu ihm gesagt, ich so, Mensch, nimm das nicht auf die leichte Schulter, sag ich, das kann alles sein. Blutgerinnsel im Hirn, Hirntumor oder sonst irgendwas.
Aber gestern, als ihr sie angesprochen habt, da war sie aufnahmefähig und sie hat das auch verstanden, was passiert ist. Natürlich. Wie hat sie denn diese furchtbare Nachricht aufgenommen? Ja, also meine Eltern waren nie ein glückliches Paar, also, sag ich mal so. Und also sie ist, die erste Stunde war sie natürlich völlig geschockt und halt am Heulen und wahnsinnig traurig und ängstlich, weil sie nicht weiß, was kommt. Mhm. Und ja, die waren halt auch 35 Jahre verheiratet, noch nicht mal glücklich, aber... Ist denn der Zustand deiner Mutter so wirklich so ernst, dass es keine große Hoffnung gibt? Ja, also sie liegt jetzt halt in der Uniklinik in Bochum und sie ist halt dahin verlegt worden für eine Strahlentherapie, weil das hier bei uns in Castrop nicht gemacht werden kann. Mhm. Und in Castrop saßen wir halt mit zwei Professoren im Ärztezimmer und die haben uns dann halt nach den Testergebnissen halt, die haben CT-Aufnahmen gemacht, also Kernspintomograph und Schichtaufnahmen vom Kopf, haben die uns klipp und klar gesagt, also mir und meiner Schwester, dass es halt irreparabel ist und dass es halt ein bösartiger Tumor ist, den sie noch nicht ausfindig machen konnten und dass wir halt jederzeit damit rechnen müssen, dass unser Telefon klingelt und dass sie halt tot ist. Wie schlimm für euch. Alles. Alles. Und ich habe immer eigentlich so gedacht, so ich müsste irgendwie nie mal irgendwie psychologischen Rat oder sowas zugute zubeziehen oder, aber ich bin nervlich am Ende und ein Fuck. Also ich. Das glaube ich, ja. Bei all der Trauer und auch in all dem Schock. Im Schockgefühl, in dem du bist, gibt es auch ein bisschen Wut auf den Vater, dass er euch jetzt alleine lässt? So? Also ich war halt immer so das Vaterkind und ich habe sehr an meinem Vater gehangen und trotz alledem bin ich schon ein bisschen sauer, ja. Aber ich kann mir halt nicht helfen, das geht halt über meine Vorstellungskraft hinaus, um mir klarzumachen, was in einem Menschen vorgehen muss, dass er halt ja, wie vielleicht so weit gehen muss. Wie groß sein seelisches Leid war, dass er das dann getan hat. Und er war sonst körperlich gesund? Ja, er hat halt wie alle Rentner halt seine Wehwehchen gehabt. Ja, aber sonst war eigentlich nichts Großes oder Weltbewegendes, was ihn jetzt irgendwie schlechte Aussichten für die Zukunft gemacht hätte. Ja. Wie lebst du denn? Was machst du vom Beruf? Also ich bin gelernter Koch. Ich bin auch in einem sehr großen Betrieb in Dortmund angestellt als Koch. Und ich habe einen super Chef, der mich seit 2 Wochen super unterstützt. Und Das heißt, da bist du erstmal abgefedert und du musst jetzt natürlich im Moment nicht arbeiten, die nächsten Tage. Nein. Hast du eine Freundin? Ja, die liegt auf der Couch und schläft gerade. Das heißt, da hast du schon eine Stütze, eine Hilfe in der so schweren Zeit jetzt. Ja. Aber dennoch sagst du, ich kann nicht mehr. Ja. Also, aber ich weiß mir halt auch nicht zu helfen. Einer muss halt den Kopf bewahren und finanziell geht es mir halt auch nicht so blendend, dass ich jetzt sagen könnte, hey, ich kann mal machen, was ich will, weil ich genug Geld habe. Halt. Ich weiß halt auch nicht, was auf mich zukommt. Mein Vater hat ein Auto finanzieren lassen, was noch abbezahlt werden muss und ich weiß halt einfach nicht alles, was auf mich zukommt und was ich machen kann. Und verstehe. Es kommt so viel eins aufs andere jetzt. Ich finde das völlig normal, Jan, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Jedem von uns würde es so gehen. Und vor allen Dingen, was mich am allermeisten betrübt und am allermeisten momentan schockiert, ich weiß nicht, ob mein Vater noch versucht hat, sich retten zu wollen, weil halt in der Lage, wie ich ihn vorgefunden habe, hätte er sich nicht erdrosseln können, beziehungsweise erhängen können. Und er saß halt auf dem Badewannenrand, die Füße in der Badewanne und war halt mit der Schulter an der Wand angelehnt und hatte halt den Strick um den Hals. Und das heißt, da sind auch noch die Überlegungen, vielleicht wollte er gar nicht, vielleicht wollte er sich noch helfen, das hat nicht funktioniert. Ja, und das sind weitere bedrückende Gedanken, ja. Klar. So, ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Das ist jetzt erstmal ein Nothilfe-Erstgespräch. Ja. Nämlich in dem Sinne, dass sie dir Informationen an die Hand gibt, was du tun solltest. Ich finde, dass du jetzt dir Hilfe suchen musst. Ja.
damit du auch weiter stark bleibst. Und du hast ja noch einiges zu regeln und du musst ja auch deiner Mutter beistehen. Ja. Das kannst du aber nicht, wenn du komplett zusammengeklappt bist. Ja. Und wahrscheinlich kann die Hilfe auch nicht allein der Freundeskreis oder die Freundin leisten. Ja, richtig. So, du legst auf, meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Ja. Und alles Weitere kannst du mit ihr besprechen, wen du in deiner Umgebung, wo du wohnst, ansprechen kannst und wo die Hilfe auch schnell einzuleiten ist, wo es jetzt nicht ewig dauert, dass man irgendwann einen Termin kriegt. Alles klar. Mein tiefes Mitgefühl. Ja, danke. Sehr, sehr ernst gemeint. Mhm. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute von Herzen. Ja, und du bleibst so, wie du bist. Dankeschön. Ganz toll, was du machst. Vielen Dank. Ja. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr uns auch gerne erreichen wollt. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und jetzt freue ich mich, begrüßen zu können die Simone. Simone ist 22. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simone. Hallo Domian. Was ist dein Thema? Und zwar habe ich schon mal vor 3 Jahren mit dir telefoniert. Es geht um Essstörung. Mhm. Und damals, also ging es mir ziemlich schlecht. Was für eine Essstörung war das? Bulimie oder Magersucht? So eine Misch von, aber Bulimie. Ja. Genau. Und du hast mir dann so einen Ruck gegeben, dass ich Therapie machen soll und ging es dir sehr schlecht? Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den Anruf erinnern. Ja, ich. Ist ja schon eine ganze Weile her. Ja. Ging es dir sehr schlecht damals? Ja, mir ging es sehr schlecht. Also ich war ziemlich dünn und mager und hatte Kreislaufprobleme und psychisch ging es mir ziemlich schlecht und mein ganzes Leben hat sich halt nur noch um Essen gedreht. Wie lange hattest du damals schon diese Erkrankung? Insgesamt hatte ich die also damals war ich, ich glaube 3 Jahre. 3 Jahre. Ja. Mhm. 3 Jahre. So, vor 3 Jahren auch bei mir angerufen, da ging es dir sehr dreckig. Ja, genau. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade bei der Thematik, dass ich dir da sehr ans Gewissen geredet habe. Ja, sehr. Und heftig wahrscheinlich. Ja, sehr heftig. Ja. Und wie ging es weiter? Ja, dann habe ich Therapie gemacht und das hat nicht sehr viel geholfen, also ambulante. Mhm. Und dann hat auch mein Therapeut damals zu mir gesagt, ich soll in eine Klinik gehen. Mhm. Und ja, das habe ich dann, also sehr lange Prozedur, bis man dann in eine Klinik kommt. Mhm. Und dann habe ich kurz davor nochmal bei dir angerufen, weil ich, also dann war es ungefähr 2 Wochen, bevor ich in die Klinik kam. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie Bedenken, dass das alles nicht so wird und dass ich es nicht schaffe. Und dann hast du gesagt, ja doch, ich soll das machen, weil das lebensbedrohlich ist. Und ja, und daraufhin habe ich mir dann einen Ruck gegeben und das gemacht. Und da hast du eben damals gemeint, ich soll dich dann irgendwann wieder anrufen, wie es mir dann weiterhin ergangen hat. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt reden. Ja. Wie lange warst du in der Klinik? In der Klinik war ich 3 Monate. 3 Monate. Wie geht es dir denn heute? Heute geht es mir gut. Dir geht es gut? Ja. Du kannst sagen, es geht mir richtig gut. Ja. Nach Höllenjahren wahrscheinlich, ja, die du durchgangen bist. Ja. Wobei mir die Klinik damals nicht wirklich viel gebracht hat. Was hat denn letztendlich den Anschub gegeben, dass du sagst, mir geht's gut? Also ich bin dann nochmal in eine therapeutische Wohngruppe für ein Jahr. Das war mit Sozialpädagogen und Therapeuten und also so begleitend im Leben. Ich habe da Praktikas gemacht und gearbeitet nebenbei. Man wurde so ins normale Leben. Mhm. Einfach in der Klinik ist man ja so geschützt. Und eine therapeutische Wohngruppe. Aha. Das heißt, da waren alles Leute, die Essstörungen hatten oder auch andere Störungen? Essstörungen. Und ja, mit Begleitsymptomen. Aber ja, das heißt, man war quasi auch immer unter Aufsicht. Ja, das war, man hatte quasi so eine WG. Ja, mhm. Und ja, dann wurde man begleitet, man hatte begleitetes Essen. Mhm. Am Anfang immer, also ganz stark und dann wurde das so abgeschwächt. Mhm. Also je nachdem, wie es einen ergangen hat. Und hört sich für mich interessant an, also als eine gute Methode. Ja, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Und man ist vor allen Dingen im Alltag, ne? Wie du es gerade auch gesagt hast. Genau. In der Klinik ist man immer wie in so einer Kapsel und ja, genau. Irgendwann kommt man dann wieder raus und wird konfrontiert mit all, ja, mit den alltäglichen Dingen. Ja, und da ist mir dann auch bewusst geworden, weil davor habe ich immer gedacht, dass irgendwer in meinen Kopf so einen Hebel umschaltet. Mhm. Also ich habe immer darauf gewartet, bis irgendwer mir so einen Anschluss gibt, dass das irgendwie weggeht. Mhm. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass ich das selber machen muss. Mhm.
Und als ich das festgestellt habe, ist mir so langsam besser gegangen und ich habe selbst immer mehr gekämpft und es war echt schwer, aber ich habe es geschafft. Gratulation. Danke. Gratulation. Ich kann ermessen, was das bedeutet. Ja. Diesen Hebel, wie du es gerade gesagt hast, den kann man natürlich selbst auch nicht von heute auf morgen umstellen. Nein. Das ist eine mühsame Prozedur. Ne? Ja, das stimmt. Aber man muss sich dafür entscheiden, dass man das will. Ja, und es lohnt sich. Ja. Wie ist es denn heute? Einmal essgestört ist man natürlich sein Leben lang irgendwie immer ein bisschen essgestört. Ja. Aber du hast so das Gefühl, dass du das Essen so im Griff hast. Ja, auf jeden Fall. Es gibt keine Ausfälle, es gibt kein Erbrechen und es gibt kein Hungern. Gar nicht. Du hast so dein festes Ritual, was du am Tag isst und wann du isst? Nee, also es ist ganz locker, so wie bei, also es war am Anfang so, dass ich dann immer so feste Zeiten hatte und dann wurde das immer weniger und jetzt esse ich nur noch nach Hunger und Sättigungsgefühl. Das ist ja super, das ist ja perfekt. Wie groß bist du, wie viel wiegst du jetzt? Ja, ich habe einiges zugenommen. Das ist das Einzige, mit dem ich noch nicht klarkomme. Ja. Ich bin jetzt 1,60 und wiege 68 Kilo. Ja. Aber das wirst du dir für dich auch noch so hindrehen können, dass du damit auch zurande kommst. Ja. Und wie viel hast du vorher gewogen? Ich hatte 44 Kilo. Das ist schon ein Unterschied, ne? Ja, ein bisschen. Wie hat sich denn dein sonstiges Leben verändert dadurch, dass du jetzt deine Essstörung im Griff hast? Es hat sich alles verändert. Ich bin viel freier. Davor hatte ich, also ich konnte nie wirklich was machen, weil ich immer im Hinterkopf das Essen hatte und also egal was, der ganze Alltag wurde dadurch. Und das ist jetzt sozusagen weg. Was machst denn du von Beruf? Vom Beruf, also ich gehe jetzt wieder zur Schule und mache Abitur noch. Ah ja. Mhm. Und das wäre vorher auch alles gar nicht so möglich gewesen? Nee, gar nicht. Also ich war jetzt so gar nichts mehr fähig. Ich habe dann auch ein Jahr gar nichts mehr gemacht. Also das war eine richtige Talsohle, ne? Ja. Die du da in deinem Leben schon durchschritten hast. Ja. Die schon sehr grenzwertig war, ne? Das hätte auch, wenn du nichts getan hättest, wirklich böse enden können. Ja, ganz böse. Habe ich das richtig verstanden jetzt, dass du sagst, okay, Therapie und Klinik, alles schön und gut, aber so der Reißer war es nicht. Das Wichtigste war meine persönliche innere starke Entscheidung plus diese Wohngruppe, die dir geholfen hat. Ja, genau. Also Hilfe von außen ist auf jeden Fall wichtig, aber der eigene Wille dazu und Hilfe von außen. Ja. Also, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ich wollte dir auf jeden Fall ganz, ganz groß danken, weil du mir wirklich den ersten Anstoß dazu gegeben hast. Super, freue ich mich wirklich sehr. Das ist so schön zu hören, muss ich dir sagen und euch allen auch anderen sagen, wenn ich das so als Rückmeldung oder wenn wir das als Rückmeldung kriegen, auch natürlich die gesamte Redaktion, dass wir dann doch so Dinge so ein bisschen bewegen können. Das ist eine tolle Sache. Und ich freue mich sowieso immer sehr, wenn ich Rückmeldung kriege, weil bei den vielen Anrufen und bei auch so vielen traurigen Sachen fragt man sich irgendwann doch mal, was ist denn eigentlich aus dem geworden, aus der geworden und wie hat sich das weiterentwickelt? Und wir können ja nicht mit allem Kontakt halten. Das ist einfach unmöglich. Das schaffen wir nicht. Ja. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr für dich, Simone, und Gratulation. Danke. Und jetzt, viel Glück in deinem neuen Leben. Ne? Das hat ja jetzt gerade angefangen. Dankeschön. Toi, toi, toi. Okay, mach weiter. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist Sonja. Sonja ist 26. Hallo Sonja. Hallo. Hallo Sonja. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist, bin von einem Psychologen vergewaltigt worden. Du bist von einem Psychologen vergewaltigt worden? Ja. Von deinem Psychologen, der dich betreuen sollte? Ja, genau, richtig. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Also ich war 12 und in einer Kur. Also es liegt schon länger zurück? Es liegt schon länger zurück, ja. Und... Ja, ich hatte halt bei ihm so eine Art Beratungsgespräch und es fing auch alles ganz normal an, bis er meinte, ich sollte mich ausziehen, er wollte mich abtasten und so. Ich habe mal halt aufgrund des Alters nichts dabei gedacht. Und lass mich kurz fragen, du sagst, du warst zur Kur. Was für eine Kur war das, die man dir da verschrieben hatte als 12-jähriges Mädchen? Zum Abnehmen. Also zum Abnehmen. Übergewichtig damals. Und dieser Mann, war das auch ein Arzt oder war es ausschließlich ein Psychologe? Nee, das war auch ein Arzt. War auch ein Arzt, ja.
So, dann sagte der, du sollst dich ausziehen. Da ist ja bei einem Arzt, dann denkt man ja noch, okay, das gehört dazu, zur Untersuchung. Ja, ich habe mir, wie gesagt, ich war so jung, ich habe mir damals nichts dabei gedacht, heute denke ich natürlich anders. Ja, ich sollte mich ausziehen, auf diese Pritsche legen und er hat dann angefangen, mich abzutasten, obwohl ich heute vielleicht eher sehe, vielleicht war es kein Abtasten, vielleicht war es irgendwie ein Annähern. Ja, und er ist dann halt über mich hergefallen. Das heißt, in diesem Arztzimmer, genau, in der Klinik, genau, in der Kurklinik, genau, ist es zu einer Vergewaltigung gekommen. Richtig, ja. Und danach, was hast du danach gemacht? Ja, als er quasi fertig war, meinte er, also ganz trocken, ja, ich könnte mich jetzt anziehen, aber ich könnte jetzt gehen. Und ich habe dann meine Sachen genommen, gehe in den Flur runter, habe mich angezogen, bin raus in die frische Luft und habe dann so eine Art Blackout, also ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Ich kann mich halt erst nur später wieder daran erinnern, dass ich dann von so einer Betreuerin reingeholt wurde. Hast du denn jemandem davon dann sofort, also relativ sofort erzählt? Also ich habe das 10 Jahre lang gar keinem erzählt. Du hast es 10 Jahre keinem erzählt? Nein. Wie war dein Verhältnis damals zu deinen Eltern? Angespannt. Das heißt, das waren auch keine wirklichen Vertrauenspersonen? Nein, auf gar keinen Fall. War dir denn da schon klar, dass da ein schweres Unrecht geschehen ist oder warst du nur verwirrt? Ja, zunächst war ich verwirrt. Also ich habe lange gebraucht, um was überhaupt zu realisieren. Ne? Mhm. Wie viele Wochen warst du dann noch in dieser Klinik? 4. 4 Wochen. Und hast du diesen Typ nochmal gesehen? Gesehen, ja, aber ich bin dann halt zu diesen Beratungsgesprächen einfach nicht mehr hingegangen. Mhm. Also hat viel Ärger gegeben, aber ich konnte halt einfach nicht mehr. Und du hast gerade so eine Andeutung gemacht, ich habe es, glaube ich, nicht richtig verstanden. Haben die anderen Betreuer nicht irgendwas mitbekommen, dass du vielleicht doch sehr durcheinander bist oder irritiert bist, verwirrt bist? Das war schon so, aber ich habe das dann halt auf Heimweh geschoben. Mhm. So, da sagst du, du hast 10 Jahre geschwiegen. Ich habe 10 Jahre geschwiegen. Bis zu deinem 22. Lebensjahr. Genau. Heute bist du 26. Genau. Wem hast du es dann zum ersten Mal gesagt? Ich habe es einer guten Freundin erzählt, ja. Mhm. Und was ist daraus geworden? Hat das denn weitere Kreise gezogen? Also, bis heute ist sie die Einzige, die das weiß. Bis heute ist sie die Einzige, die es weiß? Ja. Hast du einen Partner? Derzeit nicht. Nee, aber du hattest mal einen. Ich hatte welche, ja. Und da war auch die Vertrauenslage nicht so, dass du hättest ihm das erzählen können. Ja, es ist halt, weiß nicht, kein Thema, mit dem man hausieren geht, ne? Nee, natürlich nicht, aber es bedrückt einen ja so. Und wenn man eine gute Liebesbeziehung zu jemandem hat, dann könnte es ja auch sein, dass man sie öffnet. Muss nicht unbedingt sein. Aber. Ja, aber es war irgendwie nie der Fall. Mhm. Was hat dich bewogen, jetzt hier bei mir anzurufen? Ja, das Problem ist, dass das jetzt seit, also ich habe das 10 Jahre wirklich auch verdrängt. Mhm. Und das ist seit einem Jahr halt omnipräsent. Und ich weiß nicht so recht, was ich machen soll. Mhm. Weil ich kann mich jetzt schlecht in eine Therapie begeben und zum Psychologen gehen, weil ich habe einfach Angst davor. Ich meine, es ist mir zwar eigentlich schon klar, dass was wahrscheinlich nicht nochmal passiert, aber ich habe halt Angst davor. Ach, du hast Angst vor der Situation, wieder bei einem Psychologen zu sitzen und dass der dann nochmal so etwas mit dir machen könnte. Richtig. Ist völlig irrational, aber verständlich, wenn man so etwas erlebt hat. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das ist jetzt dann auch doch schon sehr lange her. War dieser Mann jünger noch oder schon älter? Ja, so um die 40, würde ich sagen. Mhm. Also ich kann mich wirklich an jedes Detail erinnern. Mhm. Das heißt, unter Umständen ist er immer noch tätig als Psychologe. Das ist möglich. Das könnte sein, ja. Abgesehen von deinen seelischen Qualen, die jetzt immer wieder auftreten, wie du gerade gesagt hast, gab es auch schon mal so einen Funken, eine Idee, ich müsste auch zur Polizei gehen und das anzeigen? Ja, also darüber nachgedacht habe ich, also als ich das erste Mal erzählt habe, sagte die Freundin dann zu mir, es ist natürlich so, dass er immer wieder die Chance hat, wenn ich das nicht zur Anzeige bringe. Mhm. Das ist zwar richtig, aber es ist halt auch nicht so leicht, ne? Mhm. Ich weiß, was da dran hängt, wenn ich jetzt zur Polizei gehe. Nein, ich glaube, in deinem Fall ist auch jetzt nicht der erste Weg zur Polizei, sondern der erste Weg ist, dass du in gute therapeutische Hände kommst. Und zwar zu einer Frau. Ja, nur sie ist auch eine Psychologin, ne? Bitte? Nur sie ist dann auch eine Psychologin. Sie ist eine Psychologin, aber ich könnte mir jetzt mal so vorstellen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass vielleicht ein Großteil der Angst dadurch gemindert ist, wenn es eine Frau ist und nicht ein Mann, oder?
weiß nicht. Also bis jetzt scheue ich mich noch so ein bisschen davor zurück. Mhm. Du sagst, seit einem Jahr plagen dich diese Erinnerungen sehr stark oder immer stärker sogar. Ja, genau. Inwiefern? Ja, es ist halt so, dass ich seit einem Jahr nicht mehr schlafen kann. Also maximal 1-2 Stunden die Nacht. Mhm. Wenn ich dann schlafe, träume ich das. Also es ist immer wieder die gleiche Situation. Mhm. Also ich komme irgendwie gar nicht mehr zur Ruhe. Es ist halt so omnipräsent, ne? Also das ist eine richtige, eindeutige Lebensbelastung. Ja, im Moment auf jeden Fall. Mhm. Ja, da gibt das wahrscheinlich das Gehirn, die Psyche, das Signal, es ist lang genug verdrängt, ich kann nicht mehr, es muss raus. Und all die Schmerzen, die du weggeschoben hast, die machen sich jetzt Luft und kommen dir zu Bewusstsein. Was verständlich wäre. Das heißt aber auch, dass man in irgendeiner Weise einen Weg finden muss, wie man dir helfen kann. Oder wie jemand anders zusammen mit dir helfen kann. Und der Weg führt natürlich da letztendlich dann wieder zu einem Arzt, Psychologen, Psychologin. Könntest du dir denn vorstellen, du hast gerade gesagt, dass du mit deiner besten Freundin darüber gesprochen hast. Ja. Wäre das für dich eine Erleichterung, wenn die mitkäme zu vielleicht der ersten, zweiten, dritten Sitzung? Vielleicht. Also es ist möglich, kann sein. Mhm. Ich spinne einfach nur gerade mal so rum, wie man dir helfen könnte, wie man das vielleicht ein bisschen dämpfen kann. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, Sonja, dass du was tun musst. Dass du es nicht alleine schaffst und dass auch deine Freundin dir letztendlich grundlegend nicht helfen kann. Sie ist dir sicher eine Stütze, aber die wirkliche Hilfe brauchst du von einem professionell ausgebildeten Menschen. Und es geht ja in erster Linie darum, dass du deine Grundangst erstmal nicht hast, wenn du einem Psychologen gegenübertrittst oder einer Psychologin. Ja gut, aber diese Grundangst ist natürlich noch da, ne? Die ist noch da, deswegen war gerade so eine Idee, vielleicht zusammen mit der Freundin das zu machen. Oder in einer Gruppe. Wäre das eine Vorstellung? Also das kann man ganz schwer vorstellen. Das ist noch schwerer vorstellbar. Ja. Mhm. Weil das so intim ist und... Ja, weil es mir halt auch einfach peinlich ist, mhm. Ne? Mhm. Wobei ich sage dir jetzt, von der objektiven Warte heraus, es dir ja nicht peinlich sein muss. Das weißt du auch. Das weiß ich auch, ja. Ist mir schon klar. Aber ich sag's dann doch immer wieder auch den Frauen, die so das erlebt haben. Denn ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, dass der Täter ist auf der anderen Seite und der hat sich zu schämen und der trägt die Schuld. Nicht du. Du warst ein Kind. Er hat dich ja brutal ausgenutzt. Er hat die Situation brutal ausgenutzt. Pass mal auf, Simone. Sonja, ich möchte, dass du mit Simone, meiner Psychologin, jetzt sprichst. Ist das okay? Wäre das möglich? Am Telefon? Ja, ich denke. Mhm. Mhm. Weil sie sicher vielleicht noch andere Ideen hat, wie man mit der Angst umgehen kann, die dich jetzt erstmal noch so bremst, dir professionelle Hilfe zu holen. Mhm. Und ein Telefongespräch ist ja erstmal okay. Das ist jetzt so wie mit mir. Der Abstand ist ja da. Genau, genau. Aber gut, dass du hier angerufen hast. Respekt. Ich glaube, das war auch nicht so einfach, oder? Nein. Mhm. Also, es hat mich schon Überwindung gekostet. Mhm. Aber ich weiß ja auch, dass irgendwas passieren muss. Mhm. Das finde ich auch. Es muss was passieren. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass man muss, du musst versuchen rauszubekommen und wir werden dir versuchen, ein bisschen dabei zu helfen. Wie du für dich am wenigsten schmerzhaft, sagen wir es mal so, in eine solche Beratung und Behandlung hineinkommst. Hm. Ja? Sonja, dann legst du bitte auf und Simone ruft dich jetzt an und dann könnt ihr beiden mal in Ruhe beraten, was vielleicht möglich wäre für dich. Alles klar. Aber tu was. Mach ich. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, diese Woche haben wir wieder unseren ganz normalen Rhythmus, nämlich mit zwei Themenabenden. Das heißt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist immer ein Thema und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Thema. Morgen ist Dienstag und morgen
wollen wir mit euch einen Sommerrückblick machen. Und somit heißt das Thema Mein Sommer 2007. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer sprechen. Was war das Schönste? Was war das Traurigste? Ja, was war das Verrückteste, was ihr in den letzten Sommermonaten erlebt habt? Also Sommerrückblick, mein Sommer 2007. Wie war euer Sommer 2007? Was war das, das Einschneidendste im negativen oder auch im positivsten Sinne, was euch widerfahren ist in den letzten Wochen? Ihr könnt mailen und euch anmelden, natürlich unter domian@wdr.de oder die ganze Nacht anrufen. Nicht die ganze Nacht, jetzt bin ich erst durcheinander. Mailen die ganze Nacht und rund um die Uhr und anrufen natürlich während der Sendung oder morgen eine Stunde vor der Sendung. 0800 220 50 50. Hier ist Martin. Und Martin ist 41. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Martin. Es geht genau um den Anruf, der jetzt eben vorher war. Und zwar bin ich bei der Kriminalpolizei und arbeite im Fach Kommissariat für Tötungsdelikte, sag schon, für Sexualdelikte. Mhm. Ich wollte eigentlich nur mal einen Tipp geben, was sie sich vielleicht mal überlegen sollte, ob sie das Ganze tatsächlich anzeigt. Das ist nämlich auch nach dieser ganzen Zeit, es kommt immer genau auf die Einstufung nachher des Deliktes an. Mhm. Es ist aber auf jeden Fall auch nach so langer Zeit noch möglich, sowas Ganze anzuzeigen, weil in vielen Fällen zum Beispiel die Verjährung erst mit der Volljährigkeit des Opfers einsetzt, also sehr lange danach die Verjährung, und die geht dann auch nochmal wieder ein paar Jahre. Also Sonja ist heute 26, das passierte, als sie 12 war. Genau, und jetzt muss man also im Prinzip rechnen, von 12 bis 18 passiert mit der Verjährung überhaupt nichts. Ach so. Und dann setzt erst eine Verjährung ein. Jetzt kommt es natürlich dann immer noch wieder drauf an, also quasi mit 18, jetzt muss man rechnen, 18 bis 26. Mhm. Habe ich jetzt nicht ganz drauf, wie viele Jahre sind das? Ja gut, kann man ja ausrechnen. 8 Jahre sind das? Ja genau, 8 Jahre. Mhm. Und Verjährungsfristen sind dann teilweise 10 oder in ganz schlimmen Fällen sogar auch bis zu 20 Jahre. Ach so, das ist ja interessant. Das wusste ich auch nicht, dass es erst mit 18 dann anfängt, ja, mit der Berechnung. Ja. Interessant, gute Information, ja. So, und insbesondere, also die Erfahrung, die haben wir häufig gemacht, dass das klingt jetzt immer natürlich erstmal ganz gewaltig, Polizei, und dann geht das Ganze nochmal wieder los. Wir haben so oft schon gemerkt, dass Opfer, oder das haben uns Opfer auch selber gesagt, dass sie hinterher, nachdem sie diese Anzeige erstattet haben, mhm, und entsprechende Schritte dann auch eingeleitet worden sind, dass sie also wirklich immens erleichtert waren. Mhm. Mhm. Aber du gibst mir sicher recht, dass die Leute, die Opfer, in einer gewissen Weise erstmal stabil dafür sein müssen. Ja. Und am besten auch einen Beistand, einen psychologischen Beistand an der Seite haben sollten. Gar keine Frage. Es gibt, auch das sollte man vielleicht mal sagen, es gibt also wunderbare Opferanwälte, die sich also wirklich als Rechtsanwälte nur auf sowas spezialisiert haben. Mhm. Gibt's in jeder, denke ich, in jeder Stadt gibt's sowas. Ja. Müsste man sich dann da mal jeweils schlau machen. Das sind wirklich teilweise wirklich fabelhafte Anwälte, die sich dann auch nur mit Opferbelangen auskennen und da auch wirklich. Das heißt, die auch sehr tätig werden. Die sensibel vorgehen in dem Fall. Entsprechend sensibel, ja klar. Ja. Mhm. Wie ist denn das in deinem Bereich, wo du arbeitest? Gibt es oft solche Anzeigen, die sich auf Vorgänge beziehen, die schon dann doch etwas länger zurückliegen, dieser Art? Gut, oft ist relativ, aber es kommt in den letzten Jahren häufiger vor, ja. Mhm. Definitiv, weil, ja gut, die Bevölkerung ist aufgeklärter, beziehungsweise wird ja auch sehr viel gemacht. Ja. Und auch sehr viel gemacht, dass eben halt Leute anzeigen. Mhm. Weil ich, ja, nicht nur ich, also es denkt wahrscheinlich jeder, dass solche Leute natürlich dann auch nicht ungeschoren davon kommen. Da hat sich Gott sei Dank ein bisschen was verändert, glaube ich auch. Dank, ja. So vor, vielleicht vor 20 Jahren hat man noch mehr unter den Teppich gekehrt. Ja, eben. Mhm. Und das ist heute sieht man eben halt tatsächlich, wer Opfer und wer Täter ist. Ne? Mhm. Nun sagen sich natürlich, ist ja interessant, dass du jetzt als Fachmann hier dich bei uns gemeldet hast. Insofern kannst du da gleich mal gute, profunde Auskunft geben. Viele Opfer werden sagen, mein Gott, das ist so lange her. Okay. Es besteht die Möglichkeit, noch Anzeige zu erstatten. Aber dann sagt der, das ist damals nicht so abgelaufen. Das Mädchen oder die heutige Frau lügt. Was soll ich dann machen? Fragt das Opfer. Ja, das wird er mit absoluter Sicherheit wahrscheinlich sogar sagen. Das ist natürlich auch die Standardausrede letztendlich. Das ist natürlich immer sehr einfach, das so zu machen. In aller Regel sind wir natürlich auch entsprechend geschult, entsprechend zu fragen. Mhm. Es wird dann wirklich rausgearbeitet. Also ich hatte vor einiger Zeit einen Fall, da war es auch weit über 10, 12 Jahre her. Mhm. Da konnte das Opfer noch Tag und Uhrzeit dann benennen. Also es kam, mhm, das Opfer kam auch und sagte, ich weiß eigentlich überhaupt nichts mehr.
hat dann erstmal von sich aus erzählt. Und wie gesagt, es gibt dann ja bestimmte Mechanismen zu fragen, die werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Mhm, nee, natürlich nicht. Klappen, ja. Das sind ja jetzt keine bösen Tricks dem Opfer gegenüber, sondern gute Tricks. Ja, ja. Wir sind dann also wirklich in der Lage, da tierisch was rauszukitzeln. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass manch ein Opfer in manch einem Fall nicht das einzige Opfer ist? Nee, klar. Ne? Und man entsprechend dann halt auch auf die Art und Weise noch neue Informationen dann rausbekommt. Natürlich. Mhm. So, und dann wären eben halt, also in dem Fall scheint es ja Gott sei Dank nur eine Tat gewesen zu sein. Mhm. In anderen Fällen, wo es dann also wirklich immer wieder passiert, werden eben halt mehrere Taten rausgearbeitet. Mhm. Und da gab es wirklich Urteile, wo es dann wirklich auch teilweise mit Gutachten überprüft wurde und dann wirklich nur anhand der Glaubwürdigkeit tatsächlich dann zu Urteilen kam, beziehungsweise dann irgendwann aufgrund dieser ganzen Aussage dann tatsächlich auch Täter, dann kommt auch vor, dann tatsächlich Geständnis abliefern. Mhm. Also ich versuche ja auch immer die Frauen, es sind ja in der Regel hauptsächlich Frauen, es gibt manchmal auch Männer, klar, zu ermutigen, zur Polizei zu gehen. Auf jeden Fall. Weil eben vielleicht auch wie du sagst, weil es ihnen selbst letztendlich dann auch gut tut, wenn sie diesen Schritt getan haben, aber eben auch um Unrecht und weitere schlimme Taten zu vermeiden, zu verhindern. Auf jeden Fall. Vielleicht wollte man dazu auch noch eins sagen, also das wird überall so sein. Es werden keine Schritte gegen das Opfer unternommen. Mit gegen das Opfer meine ich gegen den Willen des Opfers. Mhm. Wenn also ein Opfer dann irgendwann sagt, ich möchte es jetzt doch nicht mehr, ich möchte jetzt hier abbrechen, kann nicht mehr, will nicht mehr, dann wird abgebrochen. Mhm. Gibt es in deinem Erfahrungsbereich Fälle, wo ein Opfer dann irgendwann gesagt hat, ich bereue das, dass ich zur Polizei gegangen bin? Also ich kenne keinen. Mhm. Gut, ich will damit jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich kenne zumindest keinen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn, ist das eine verschwindend geringe Minderheit und in der Regel ist es ein guter Schritt. Ja. Wenn die Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, gegeben sind. Meine ich auf jeden Fall, ja. Lieber Martin, danke für deine Auskunft. Das war sehr gut, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Danke für. Alles Gute, wiederhören. Danke. Tschüss. Elke, 69 Jahre, guten Morgen. Elke ist weg. Dann geht es weiter mit dem Michael. Michael ist 19, guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Michael. Ich habe eigentlich ein richtig großes Problem. Und zwar ist das wegen meiner Ex-Freundin. Mhm. Und das Problem ist einfach, die ist ein paar Jahre älter, die ist 22. Und das ist eine Kosovo-Albanerin, die auch schon seit 12 oder 13 Jahren hier lebt und ist auch total super eingegliedert. Und wir haben uns einfach durch die Ausbildung kennengelernt vor 6 Monaten. Mhm. Und waren dann auch irgendwo, die Chemie, die hat von vornherein schon irgendwie so direkt gestimmt und haben uns dann auch getroffen und telefoniert. Ja, und dann wurde halt daraus mehr und ich wusste ja im Endeffekt gar nicht, worauf ich mich da einlasse, weil das ja ein Spiel mit dem Feuer ist, sage ich mal. Warum? Weil ich habe mich mit dieser Kultur noch nie befasst und hab da auch gar keine Ahnung drüber und hab gedacht, ja okay, es hat einfach geknistert von vornherein und ich bin da einfach ganz offen rangegangen. Mhm. Und war jetzt eine ziemlich kurze Beziehung. Es waren jetzt 4 Monate und es ist halt auch viel passiert, weil sie auch was älter ist. Ja. Und jetzt hast du hast gar nicht gewusst, auf was du dich da einlässt. Auf was hast du dich denn da eingelassen? Ja, auf was, ja, es ist, ich weiß es nicht, es ist einfach, ich muss dir das einfach erzählen, also das ist, das Problem war ja auch, sie war noch Jungfrau und es ist auch dazu gekommen, dass wir miteinander geschlafen haben und das Ganze ist jetzt aber nach und nach in die Brüche gegangen, aus dem einfachen Grund, weil das einfach mit den Eltern auch nicht hinhauen würde und das befasst mich auf jeden Fall, weil... Moment, die Eltern würden, die würden nicht dulden, dass du als Deutscher mit dem Mädel zusammen bist. Genau, die würden das gar nicht akzeptieren. Die würden auch niemals irgendwie sagen, du dürftest die heiraten oder was auch immer. Ja. Und es war ja auch in der Zwischenzeit schwerwiegend zu sehen. Sie kam dann zu mir und hat auch hier geschlafen und war dann, ich sag mal, illegal bei einer Freundin. Mhm. Und das haben die Eltern dann so lange toleriert, weil sie wussten ja, sie ist bei einer Freundin und wir haben halt auch ziemlich viel erlebt, weil wir auch im Kurzurlaub waren und es war halt einfach mal die Zeit, wegzukommen, weil sie einfach zu Hause auch, ich sag mal, nur Schlechtes erlebt hat. Mhm. Wurde auch oft von dem Vater geschlagen und... Mhm. Wart ihr nur ein paar Monate zusammen? Von wem ging denn dann die Trennung aus?
von ihr. Von ihr. Aber nicht die Trennung, weil es irgendwie nicht mehr ging, sondern einfach, weil die Situation da ist. Und es bestand ja irgendwo schon eine Liebe zwischen uns. Achso, das heißt, wenn sie frei gewesen wäre, wäre sie weiter mit dir zusammengeblieben? Wenn es machbar gewesen wäre, keine Frage. Ja. Aber das Problem ist einfach, sie hat es mir selber erzählt, ihr Cousin, der lebt auch hier in Deutschland und ist 4 Jahre mit einer Deutschen zusammen. Und die Eltern haben ihn regelrecht gezwungen, dass er sich, die waren jetzt im Kosovo im Urlaub, dass er sich eine Albanerin anguckt. Mhm. Ja, und wie das da unten ist, die werden dazu gezwungen und die haben sich da eine ausgeguckt und dann wurden die Verlobungsringe gekauft. Mhm. Und in so einer Lage ist deine Freundin eventuell auch oder deine Ex-Freundin? Dass das irgendwann so kommt. So kommen würde. Dann hat sie gesagt, es gibt zu viele Probleme, es ist besser, wir trennen uns. War es so? Genau. Mhm. Ja, einfach nur dieses Problem, dass es mit uns niemals gehen würde. Mhm. Ich habe sie auch vor die Entscheidung gestellt und habe ihr gesagt, ja, hör mal, weil die Eltern halt auch ziemlich grob sind und ja, wie gesagt, mit Schlägen und sie muss da zu Hause alles machen und die bauen da jetzt ein Haus und ich meine, man kann ja von einem Mädchen, was selber davon gar keine Ahnung hat, nicht alles erwarten. Ist denn die Trennung dann glatt abgegangen oder hattest du irgendwie noch Probleme mit ihrer Familie? Nee, also die Trennung, die ist jetzt eigentlich eher seit ein paar Tagen und mit der Familie ist eigentlich nichts. Es ist auch eigentlich nicht rausgekommen, weil das wäre für sie auch das Schlimmste, weil sie jetzt zumal ist sie auch keine Jungfrau mehr. Mhm. Und ja, es ist halt einfach das... Die Liebe ist ja auf beiden Seiten. Mhm. Und, das heißt, du sitzt jetzt da in quasi mit gebrochenem Herzen? Ja, nicht nur ich, sondern sie auch. Sie auch. Und die Verhältnisse sind so, dass ihr beiden nicht zueinander könnt, offensichtlich. Ja, deswegen habe ich dir gefragt und habe gesagt, entscheide dich doch. Mhm. Du kannst dich natürlich gegen die Familie stellen. Ich meine, in der Familie ist einfach so viel abgegangen, dass der einfach für mich keine Familie ist. Mhm. Auch wenn die Vereine da sind, aber ich meine, dann auch der eigene Vater zu der Tochter dann sagt, ja, warum bist du nicht gestorben bei der Geburt? Das sind einfach so Sachen, da denke ich dann. Aber sie hat nicht die Kraft zu sagen, ich stemme mich gegen die Familie und entscheide mich für die Liebe. Genau, weil ihr die Geschwister auch noch von ihr leid tun und die würden darunter leiden und wenn die irgendwann dann mal einen Albaner oder einen albanischen Mann heiraten müssten, hätten die dadurch dann Probleme, weil die auch ziemlich oft da abgestempelt werden. Und die Entscheidung war halt einfach entweder die Familie oder ich. Ja. Wir würden das alles so laufen lassen und wären dann irgendwo wirklich dann weggegangen und hätten ein neues Leben begonnen. Nur natürlich ist das auch... Was denkst du denn jetzt, was du noch tun könntest? Ja, das ist die Frage. Ich habe mir im Internet in so einem albanischen Forum da mal Hilfe geholt, weil ja da eigentlich so die, sag ich mal, Landsleute sind und ja, ich meine, die sind natürlich da alle, wenn man sowas da erzählt, anonym, ja, dann sind ja die Frauen eh immer die Schlimmsten da und ich habe selber keine Ahnung, wie das laufen soll, weil es uns einfach sehr, sehr schwer fällt, das jetzt alles so. Ja, also so deine Hände sind ja insofern ja auch gebunden, weil wenn sie nicht will und sie Angst hat, kannst du ja sowieso nichts machen. Ja, sie will ja, aber es ist einfach, sie steht zwischen zwei Fronten und würde sich für mich entscheiden und ich würde nach 10 Jahren nicht mehr wollen, aus welchem Grund auch immer, würde sie alleine dastehen. Sie hätte keine Familie mehr, sie hätte niemanden mehr. Und ihr wart ja nur gerade erst ein paar Monate zusammen. Ja eben, aber es war schon einfach so die große Liebe bei beiden und ja, ich meine, sie hat ja jetzt natürlich auch die Probleme, weil sie ja keine Jungfrau mehr ist. Also, wenn sie jetzt irgendwann wirklich da einen Albaner heiraten muss. Mhm. Und ich weiß auch selber nicht, was ich da tun kann, weil es für uns beide ziemlich schwer ist. Ich mach mal folgenden Vorschlag, Michael. Wir haben mit Sicherheit Zuschauer heute Nacht, die ähnliche Situationen schon durchlebt haben oder vielleicht auch gerade drin hängen. Wenn ihr einen Tipp an Michael und seine Freundin habt, dann mailt uns doch bitte. Und wir würden es an dich weiterreichen, Michael. Ja, das wäre super, weil ich habe echt keine Ahnung. Aber es gibt so viele mittlerweile in Deutschland, die in solche Situationen geraten. Von allen Seiten. Also ich finde, so könnten wir es machen. Einverstanden? Und ihr meldet euch dann... Wenn wir Sachen reinbekommen, werden wir dich anrufen und das dann besprechen, wie du die Mails bekommst. Oder es dir dann direkt weitermailen. Ja, das wäre super. Ja?
So machen wir es, Michael. Also vielleicht können wir dir ein bisschen helfen auf dem Wege. Ansonsten ist es schon eine schwierige Lage und dir sind auch wirklich relativ die Hände gebunden. Ja. Das muss ich so sagen. Ja, ich meine, es ist ja auch eine ganz frische Beziehung. Du bist erst 19 Jahre alt. Also es ist alles sehr, steht auf wackeligem Boden. Mhm. Wenn du jetzt vielleicht ein bisschen älter wärst und ihr wärt schon länger zusammen, dann könnte man da vielleicht noch handfester planen. Aber so ist es schon noch schwieriger, sagen wir es mal so. Ja. Aber vielleicht kriegen wir ja noch den einen oder anderen interessanten Hinweis von den Zuschauern und den Zuhörern. Ja, das wäre super. Lieber Michael, toi toi toi. Ja, okay, vielen Dank. Ne? Bitteschön, tschüss. Tschüss. So, zweiter Versuch mit der Elke von gerade. 69, guten Morgen. Moin moin. Jetzt haben wir dich. Gerade war die Leitung weg. Elke, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Moin moin Jürgen, hier ist die Elke aus Niedersachsen. Ja. Ich habe dir vor ein paar Jahren schon mal etwas geschickt. Und geschrieben. Aber die Elke macht bitte mal den Fernseher. Eine liebe Karte mit Autogramm geschickt. Aber die Elke macht bitte mal den Fernseher, den Ton ganz weg. Ja, da hast du recht. Moment, 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 por favor. Es correcto, sí? Sprichst du es mit mir? Nein, mit Jürgen spreche ich jetzt. Ja. Jürgen, ich habe ein großes Problem mit der Einsamkeit. Ja. Die Einsamkeit, die macht mich wahnsinnig. Ich bin seit 11 Jahren Witwe. Mhm. Und bemühe mich wirklich mit Anstand und Recht zu leben. Aber hier auf diesem Dorf in Niedersachsen, da kommst du, wirst du nur auf dem Friedhof akzeptiert. Und der einzige Mann, der mit dir spricht, ist der Friedhofsgärtner. Mhm. Ansonsten hast du nichts zu melden. Was machst du den ganzen Tag über? Oh, ich habe eine Adoptivfamilie, in Anführungszeichen, habe meinen Kater, meinen Haushalt. Ansonsten bemühe ich mich darum, kunstgewerblich tätig zu sein. Lass mich kurz zwischenfragen, was ist Adoptivfamilie? In Anführungszeichen ist, es ist eine junge Familie, die aus Mitteldeutschland hergekommen ist, ja, derer ich mich angenommen habe. Und die... Und die wohnen auch in dem Dorf? Wie bitte? Die wohnen auch in dem Dorf? Sie, ja. Du wohnen auch in dem Dorf. Du sagst sie und sagst immer irgendwie italienische Worte. Warum? Espanol, por favor. Espanol, warum? Ich habe ein paar Jahre in Spanien gelebt. Ach so, dann rutscht das immer so ein bisschen raus. Und wenn ich mit lieben Menschen spreche, dann komme ich da erst zurück. Und wie gesagt, ich kenne dich per Television schon seit vielen Jahren und ich mag dich und ich verehre dich und ich finde deine Ideen immer ganz toll und deine Ratschläge, die du gibst. Aber jetzt brauche ich mal einen Ratschlag gegen meine Einsamkeit. Lass mich nochmal zu der Familie fragen. Die wohnt in deinem Dorf und du kümmerst dich um diese Familie. Ja, aber die sind inzwischen so etabliert, dass sie mich gar nicht mehr brauchen. Ach so, denn ich wollte gerade sagen, dann hast du eine gute Beschäftigung. Hätte ich. Hättest du. Oder hatte ich. Ja. Ja, aber inzwischen sind die meiner Fürsorge entwachsen. Mhm. Du wirkst ausgesprochen lebensfroh und selbstbewusst. Ja, so. Doch wie es darin aussieht, geht niemand was an. Bitte? Wie es innen aussieht, geht niemand etwas an, ja. Mhm. Ja, nee, da dachte ich, denke ich so gleich so im ersten Moment, Mensch, da muss sie doch irgendwie für sich einen Weg finden, dass sie in Kontakt mit Menschen kommt und eben auch aus der Einsamkeit raustritt. Ich habe, glaube ich, ganz gute Gene insofern, als ich tolle Vorfahren habe. Mein Urgroßvater ist Heinrich Zille und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Du hast mir ein Buch geschickt. Bitte? Du hast mir mal ein Buch geschickt. Sie? Ja, natürlich. Auch eine Einladung zur Ausstellung damals in Köln. Ich erinnere mich sehr gut. Das Buch steht in meinem Bücherregal. Siehst du? Ja. Und dein Autogramm, das verehre ich sehr. Das habe ich in meiner Autogrammsammlung etabliert. Und ja. Wie gesagt, ich habe mich so viele Jahre mit meiner Einsamkeit herumgeschlagen und traue mich jetzt endlich mal. Aber du hast auch kein Universalmittel dagegen, ne? Ein Universalmittel gibt es natürlich nie. Man muss es immer auf die individuelle Situation. Musst du denn da in dem Dorf weiter wohnen? Kannst du nicht wegziehen? Ich habe leider kein Geld, umzuziehen. Ja. Weißt du, wenn du irgendwann Rentnerin wirst. Ja, ist klar, das ist alles dann nicht so einfach. Wie lange wohnst du denn schon in diesem Dorf? 11 Jahre. Das heißt, da kennst du doch eigentlich dann sehr viele Leute. Da lacht sie. Aber entschuldige bitte, wo lebst du? Du lebst in der Großstadt. Ich war auch mal im Rheinland. Meine Heimat war Bad Godesberg. Ja. Nicht? Und ich liebe meinen Karneval und ich liebe mein Rheinland. Aber ich komme hier nicht wieder weg, weil mir das Geld fehlt, Jürgen. Aber du hast sicher einen Computer. No. Nein. No. Ich meine, das ist ja auch immer ein guter Multiplikator für die Auswirkungen. Wäre. Wenn ich das Geld hätte, ja. Aber wie gesagt, ich will nicht über meine finanziellen Misere sprechen, sondern einfach, weil ich so einsam bin. Und glaub mir, es tut mir einfach gut, dass ich jetzt nochmal mit dir schnacken kann. Gibt es keine beste Freundin? Nicht mehr, die ist zu weit weg. Die hat auch einen Schlaganfall, die kann nicht mehr sprechen. Mm-hmm.
Was hast du denn schon unternommen so in den letzten Jahren? Alles mögliche. Ich habe mich bemüht um den Schützenverein, um das Rote Kreuz und um eine Bastelgruppe und ich habe alles Mögliche versucht, aber du weißt ja, auf dem Friedhof bist du hier nur anerkannt. Mhm. Ja, so karikative Dinge finde ich ja eigentlich auch immer ganz gut, wenn man sich da irgendwie einen... Ja, aber weißt du, wenn du jahrelang deinen Ehemann gepflegt hast, der krebskrank war und deine Eltern, bis sie beide gestorben sind, irgendwann hast du die Schnauze voll, dann willst du nicht mehr. Hast du ein Auto? Sie. Ja. Das heißt, und wo, wie weit ist so die nächste etwas größere Stadt entfernt? Stade, Bremerförde. Ja. Das ist nicht so, das ist so richtig Provinz, aber... Wie gesagt, die Einsamkeit, die bringt mich um. Reden wir von Einsamkeit in dem Sinne, dass... dass dir einfach Menschen fehlen oder ist es auch in der Sehnsucht nach einem Partner? Ja, ja die Partner, weißt du, ja, wenn einer käme, okay, aber die Einsamkeit einfach so im alltäglichen Leben, die ist es. Ich muss es nochmal sagen, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, dass du keinen Anschluss findest. Ja, das verstehe ich ja. Ja, du bist so eine eloquente Frau, das sprudelt ja nur alles so aus dir heraus. Glaub mir, ich bin so alt geworden, habe sowas wie hier auf diesem Dorf noch nie erlebt. Was hast du denn früher, warst du früher mal berufstätig? Ja. Was hast du gemacht? Ich war in der Grenzschutzseelsorge. In welcher Seelsorge? Grenzschutz. Grenzschutzseelsorge, ja. Mhm. Und davor war ich Musikalienhändlerin. Eine illustre Biografie. Ja. Musikalienhändlerin. Ja. Also du hast Instrumente verkauft. Ja, und Noten und Schallplatten. Das heißt, du bist auch musikalisch. Klassik. Du bist musikalisch. Ich gehe davon aus. Ja, du kannst ein Instrument spielen. Ich kann auch die Tonleiter singen. Und du kannst auch singen. So, jetzt sage ich mal einen ganz, ganz blöden Vorschlag. Wie wär's denn mit einem Chor? Ja. Ja, also singen ist doch eine wirklich... gerade wenn man traurig ist, ist Singen ein Labsal. Ach Jürgen, du bist ein Schatz. Ich finde es einfach schön, mit dir mal geschnackt zu haben, eine Runde, weißt du? Und vielleicht schreib dir doch mal einen Brief. Ich soll dir einen Brief schreiben? Ja. Aber vielleicht schreibt dir ja... ein bisschen mehr austauschen. Aber jetzt möchte ich doch noch eine Erwiderung haben auf den Chor. Ja. Das wäre auch nichts. Du, ich möchte hier nicht ins Detail gehen. Bin ich jetzt irgendwie an einen Punkt angelangt. Verstehe. Ja. Ja? Ja, aber vielleicht, Elke, es könnte sich ja ergeben, dass der eine oder andere so ein bisschen hellhörig geworden ist. Oder die eine oder andere. Das wäre toll. Norddeutschland. Das wäre schön. Sagen wir mal, im Radius von... Radio Niedersachsen. Von Radio Niedersachsen. Okay, das können wir dann hier auch mal... können wir auch mal sagen. Richtung Cuxhaven. Mann, es gibt doch so nette Leute in Niedersachsen. Doch, vielleicht. Mann, die könnten es mir nur mal zeigen. Elke, also, es hat mich auch gefreut, dich gesprochen zu haben. Und ich kann mich wirklich sehr gut an das schöne Buch erinnern, das du mir... Das ist sehr lange her, ne, glaube ich. Sehr, sehr lange, ja. Es ist ein dickes Zille-Buch, in dem ich gerne immer wieder geblättert habe. Wir wollen doch keine Schleichwerbung. Naja, Gott, das ist ja nur keine Schleichwerbung. Das okay, ist ja, Jürgen, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Liebe. Gute Nacht. Und drücke dir den Daumen, vielleicht kommt ja irgendwas bei rum. Und wünsche dir alles Gute. Bleib weiter so voll, wie du bist. Dankeschön, vielen, tschüss. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss. So, meine Lieben. Unser Thema morgen heißt Mein Sommer 2007. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer reden. Was ihr in diesen letzten Wochen und Monaten erlebt habt an traurigen Sachen, an schönen Sachen, verrückten Sachen, schönen Sachen, die ihr vielleicht so gar nicht erwartet hattet und mir gerne davon erzählen wollt. Ihr könnt rund um die Uhr mailen oder eben anrufen, morgen eine Stunde vor der Sendung. Oder während der Sendung 0800 220 50 50. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich bedanke mich bei Volker Tarke, der in der Technik war. Und freue mich auf morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival mit unserem Thema Mein Sommer 2007. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.